Ja, hallo, hallo, da bin ich wieder. Ja, ich habe schon länger nicht aufgenommen. Ja, ich hoffe, ich kriege das mit der Steuerung wieder hin, weil weiß ich nicht. Ja, würdest du bitte auch nach vorne springen, Lama? Ja, wie gesagt, ich habe schon länger nicht aufgenommen. Ich hoffe, ich kriege das mit der Steuerung noch hin. Und ja, wie ihr seht, habe ich mich für den Südpazifik entschieden. Ja. Ich habe auch ein paar andere aus meiner Umgebung mal gefragt, ob ich London oder hier diese schönen Inseln nehmen soll. Und dann habe ich natürlich diese schönen Inseln genommen. Ja, erstmal eine Runde tauchen. Und. Ja. Genau, den Schlüssel brauche ich hier. Ich mache das nämlich immer so. Ich nehme den Schlüssel und dann nehme ich diese eine Abkürzung da. Denn wenn ich die Abkürzung nicht nehme, dann kriege ich nicht alle Geheimnisse in dem Spiel. Und das wäre nicht so toll. Ich möchte nämlich gerne alle kriegen. Ah, ist das nicht schön? Hier kann man schön Urlaub machen. Naja, hier vielleicht in dieser Gegend, aber wenn man weiter hineingeht, dann würde man nicht gern hier Urlaub machen. Also ich zumindest. Ich hätte nämlich keinen Bock auf diese Kannibalen. Und ich glaube, ihr auch nicht. So. Dann nehmen wir uns das Medipack hier. Und da hinten ist auch schon das erste Geheimnis. Und ich habe mich immer gefragt, wie man da hinkommt. Ich habe das früher nie gepeilt irgendwie. Aber ja, ich habe es dann doch irgendwann rausgefunden. Weiß nicht, aus dem Stand war das, glaube ich. Ja. Jetzt mal kurz überlegen, wie war das? Muss ich hier hangeln oder kann ich direkt rüber springen? Ja. Ich werde mal speichern. Ja. Ist sicher, ne? Und? Ja. Ah, MP5-Munition. Ja. Ja, ich bin froh, dass wir aus Nevada weg sind, weil nicht mein Lieblingsgebiet. Ja. Ich mag den Dschungel viel lieber. Und hier die Südpazifikinseln mag ich auch viel lieber. Und ja. Ach ja. Jetzt noch ein bisschen sonnen. Komm, sonnen wir uns mal. Damit wir schön braun werden. Nee, Spaß. Die Arbeit ruft. Ja, Lara muss immer nur arbeiten, die Arme. Die hat nie Freizeit. Oh. Genau, da können wir gleich runter. So. Wie heißt der Schlüssel denn? Schlüssel des Schmugglers. Ja. Der Schlüssel sieht doch nicht sehr freundlich aus. Juhu. Jetzt verlassen wir diese schöne Gegend. So. Wenn ihr gedacht hättet, hier ist nichts. Es sieht erstmal nach nichts aus, aber. Ja, jetzt bleibt es mal wieder hängen. Oh. Der sieht auch nicht mehr so gesund aus. Oh. Die Musik heißt nichts Gutes. Gruselig. Ja, richtig Gänsehaut. Ja. Ja, die Desert Eagle brauche ich jetzt. Ich habe keinen Bock zu vergiften. Wo ist der Typ? Oh. Der schießt schon. Hilfe. Schießt du dann bitte mal auf den Lara? Wäre schön. Hallo, schieß doch mal. Shit. Ich hab
zu viel. Boah, ich kann nicht mehr richtig reden. Ich habe zu viel Munition verballert. Nein. Toll, und da unten sind auch noch Krokodile. Aber ich muss da unten hin. Da ist was Tolles. Das muss ich unbedingt haben. Nee, ich will die jetzt nicht verballern. Ich kann es ja so machen, dass ich ganz schnell mir die Sachen schnappe und an den Krokodilen vorbeischwimme, aber... Oder ich hole mir nur die Waffe, weil in den anderen Ecken sind nur Munition für die Harpune. Und unter mir ist die Harpune. Und die möchte ich eigentlich nur haben, weil die werde ich ja eh kaum benutzen in dem Level. Und ja. Ich werde die auch allgemein wenig benutzen, die Waffe. Ja, ich bin nicht so ein Fan davon, aber ich will die trotzdem. So, Lava, komm. Beeil dich. Oder willst du sterben? So, Lava. Lava, bitte. Ich kann nichts sehen. Lava, komm, bitte. Wow. Das war knapp. Ja, ja. Ah. Ich mag diese Grotte hier überhaupt nicht. Ja, die restliche Munition möchte ich jetzt nicht holen. Bin ich zu faul für und... Und die Krokodile machen mir irgendwie Angst. Gut, gut. Dann hangeln wir uns mal auf die andere Seite. Ach ja. Lara mal wieder sehr knapp angezogen. Wie auch sonst. So. Wo lang? Ach, da kann ich gar nicht hoch. Das ist eine Schräge. Warte mal, da oben war... Ah ne, ich muss weiter hier rauf. So. Immer weiter hoch. Ach so. Ich dachte schon, was liegt denn da? Das ist die Leiche von diesem Typen. Ich weiß nicht, ist das ein Geheimnis? Ich speichere mal lieber. Mal gucken. Nein, es ist kein Geheimnis. Ja, ja, ja. Ach Menno, ich habe gedacht, was für ein Geheimnis. Und das Krokodil ist immer noch da unten. So. Lara hat ganz schön wenig Energie. Ich bin froh, wenn ich gleich beim Kristall bin. Ich möchte keine Medipacks verschwenden. Hui. Ach ja. Schon wieder hangeln. Ich muss genau gucken, wo ich dann runtergehen muss, weil mir ist ja schon oft passiert, dass ich dann ins Wasser geknallt bin. So. Ach, Lara. Schön machst du das. Ach, Leute. Heute ist mal wieder Sonntag. Das Wochenende ging sehr schnell vorbei. Also für mich auf jeden Fall. Lara hängt in der Wand fest. Ja. Huch! Lara ist verschwunden. Nur noch ihre Haare gucken raus. Hui. So. Ach ja. Hm,
diese Typen verlieren, glaube ich, nie was. Von daher. Ah, doch, Medipacks eigentlich, aber der hat irgendwie nichts. So. Hier muss man gut aufpassen. Da unten sind leider diese. Keine Ahnung. Ob man das Stacheln nennen kann. Für mich sehen die immer aus wie Mistgabeln irgendwie. Ich nenne die einfach mal Mistgabeln. Oh nein, nicht Anlauf. Das war nicht richtig. So. Oh, 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 oh. Da habe ich mich gerade. Hä? Oh. Oh, oh. Irgendjemand ballert hier auf mich. Das ist nicht schön. Wo ist der? Nein, ich will nicht das Krokodil. Der Typ. Oh, Leute. Die Lava soll auf diesen Typen da oben zielen. Hä, wo ist der überhaupt? Ja, da. Oh, das hat irgendwie keinen Sinn. Die Lara zielt immer auf das Krokodil. Ah, gut. Hey, ich habe nicht so viele Medipacks. Nee, ich muss nochmal speichern. Mir ist das irgendwie zu gefährlich. Wow. Komm, Lara, beeil dich. Ich habe keinen Bock, vergiftet zu werden. Ich wollte schon sagen. Egal, der Kristall ist ja in der Nähe, von daher. Ach, hier ist noch ein Medipack, das ist gut. So, schnell das Medipack nehmen. Und schnell zum Kristall. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich will jetzt kein Medipack verballern. Komm, Lava. Komm, Lava, du schaffst es. Komm, 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 komm. Na, ja, das wird knapp. Oh, oh, oh. Ah, doofe Sicht. Ah. Wow, ich hab's geschafft. Geil. So. Hä, wo muss ich jetzt hin? Hallo? Wo muss ich hin? Ach, da muss ich hin. So. Wow. Ich dachte schon, die knallt dagegen. Ach, Mann. Ja, ich weiß nicht, wann die Folge auf YouTube kommt. Ich schätze mal am Dienstag. Also ich hoffe es. Ich würde die eigentlich gern schon morgen, also am Montag, hochladen, aber ja. Wird schwierig. So. Ich weiß, Leute, ich speichere viel zu oft, aber das ist halt meine Macke bei Tomb Raider. Okay, jetzt wieder diese komische Musik. Und jetzt schon wieder am Hängen. Mhm. Sehr schön. Und damit sind wir hier. Juhu. Mhm. Irgendwo da hinten. Sorry. Irgendwo da hinten war auch noch ein Geheimnis. Lava! Boah, ich habe mich gerade sowas von erschrocken. Ja, das macht die Lara gern. Die erschreckt einen gern. So, ich hoffe, das geht so. Ja. Cool, das nächste Geheimnis. Ist hier nichts oder was? Ach so, ach, ich bin so blind. Ja, ich habe das irgendwie nicht gesehen. Da sind noch Granaten. Ach, Lava. Du siehst so gut aus. Ja.
Mit den ganz vielen Ecken. So. Schaffe ich es von hier aus direkt auf die Brücke? Ich weiß es nicht. Nee. Ich riskiere es lieber nicht. Ich springe lieber wieder hier auf den Sims drauf und habe ihn zum Glück nicht verfehlt. Ich weiß nicht, wie war das hier mit Anläufen? Ja. Ach, perfekt. Perfekt. Warte mal, ich muss eben was gucken. Och, mir fehlt nur noch ein Geheimnis. Dann brauche ich. Nee, ich weiß, wo das Geheimnis ist. Dann brauche ich doch nicht mehr hier runter. Ja, ich habe zu wenig. Von wo kommt er? Okay, hier ist nichts. Ach, auf einmal ist er da, ne? Der hat sich die ganze Zeit unsichtbar gemacht. Ja. Wow. Nee, nee, nee. Dann werde ich doch mal kriechen. Ich hoffe, ich werde nicht getroffen. Nö, ich werde nicht getroffen. Ja. Wie ihr seht, das Licht. Und das Licht scheint hier auf dem Boden und wir dürfen da nicht reingehen. Denn, ja, sonst kommen wir da nicht mehr rüber, ne? Bevor ihr da lang geht, hier an der Seite gibt es einen Schalter. Ah, da ist er. Ganz wichtig, den müsst ihr betätigen, zuallererst. Ja, seht ihr? Jetzt ist das eine Fenster zu. Jetzt könnt ihr hier drauf gehen. Denn wenn ihr nämlich auf das Licht gegangen wärt, dann wären hier, ja, diese Stacheln oder Mistgabeln, wie ich sie nenne, rausgekommen. Ja. Übrigens, wenn ihr den Weg nimmt, ne, dann braucht ihr nicht diese zwei roten Schlangensteine oder drei sind das, glaube ich, zu sammeln. Ja. Der Weg ist eigentlich schneller und eigentlich finde ich sinnvoller. Denn man kriegt dann noch die Harpune dazu und man, ja, das eine Geheimnis könnte man nicht verfehlen. Ja, also ich nehme den Weg hier eigentlich immer. So, und da hinten geht es eigentlich schon auch zum Dorf. Es geht eigentlich recht schnell. So. Ach, hier kommt. Wow. Ja, ich wollte schon gerade sagen, warum sind die nicht an? Ah, super. Ja, hier geht's runter zum Dorf. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Mensch. Ich verspreche mich ziemlich oft. Das ist richtig nervig. Ja, in der nächsten Folge gehe ich dann darunter. Ja. Dann sehen wir noch mehr Kannibalen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir sehen uns. Tschüss.